dieser Partie, Thomas Einwaller? Gut, schlecht oder so richtig schlecht? Nein, wir haben uns die Szene jetzt einmal angeschaut. Mir geht es nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Es war eine sehr harte Partie. Auf das waren wir auch eingestellt. Und ich glaube, jetzt gehen wir am besten die einzelnen Szenen durch und dann können wir das analysieren. Machen wir gleich Anfangsphase. Kramer, Tor im Abseits gestanden, ja oder nein? Wenn man jetzt die Szene so anschaut, muss man eindeutig sagen, kein Abseits. Will aber nicht so weit gehen, dass es dann das Tor fällt, weil der lupft dann einfach über Bayer. Ich glaube, das wäre auch unfair gegenüber dem Schiedsrichter jetzt zu sagen, es war Abseits-Tor. Oder das wäre ein reguläres Tor gewesen. Das ist eine völlig andere Spielsituation, wenn wir da weiterlaufen lassen. Aber die Entscheidung, hier auf Abseits zu entscheiden, war vom Assistenten falsch. Okay, 37. Minute. Jakob Jantscher in der zweiten Minute hat er wohl berechtigt gelb gesehen. Dann diese Szene, das war die erste Szene. Ich glaube, da kann man durchaus gelb geben, auch wenn es in Minute 2 war, ist ja auch völlig egal. Und dann 37. Minute, dieses Foul gegen Christian Thonhofer. Nochmals gelbwürdig? Auf alle Fälle, also da bleibe ich bei meiner Meinung. Wenn man sich die Szene genau anschaut, der will nicht den Ball spielen, hebt den Fuß klar hin. Das ist eine gelbe Karte. In dem Fall war es die zweite gelbe Karte, deshalb gelb-rot. Da bleibe ich bei meiner Meinung. Fingerspitzengefühl wird hier immer wieder verlangt. Das hört der Schiedsrichter überhaupt nicht gern, diesen Begriff. Ich finde dieses Wort Fingerspitzengefühl einfach im Regelbuch nicht. Und ich glaube, wenn man sich das ehrlich und objektiv anschaut, dann ist es eine gelbe Karte und dann muss man die Entscheidung dem Schiedsrichter einfach glauben und auch respektieren. Das mit dem Regelbuch, das sagen eh alle trotzdem. Also Fehlentscheidungen, Schrägstrich 1 von 2, dritte Entscheidung, Foul von Brettenthaler an Hofmann, hat zu einem Elfmeter geführt. Sie haben es eh schon gesehen. Wie beurteilen Sie es? Ja, der Hofmann, glaube ich, war es nicht. Das war ein Hoffer, oder? Hoffer. Wenn man sich die Szene jetzt genau anschaut, das ist auf alle Fälle eine haarige Situation und sicher eine sehr kritische Situation. Aber er hält ihn von heraus und der Arm, wenn man jetzt schaut, bleibt natürlich auch noch auf der Linie drauf. Deshalb, ich glaube, das ist sicher ein Graubereich, aber wenn man die Szene weiterlaufen lässt, dann sieht man, glaube ich, schon noch, dass er jetzt auf der Linie, da ist er noch, naja, also ich bin der Meinung, dass man hier schon Strafstoß geben kann. Echt jetzt? Ja, wirklich. Also ich glaube, natürlich fängt er draußen zum Halten an. Wir haben eine Situation in Innsbruck bereits gehabt, wo draußen das Foul beginnt. Aber ich glaube, also sicher, es ist eine haarige Situation, aber es ist, glaube ich, durchaus vertretbar, wenn man jetzt schaut, jetzt ist er auf der Linie und da ist das Halten immer noch da. Also Sie gestehen immerhin einen Fehler zu und danke, dass Sie bei mir waren, Thomas Einwaller. Und jetzt einmal noch zu Thomas Tokeschütz. Ja, Franco Voder, was halten Sie von Graubereichen? Ja, wissen Sie, die eine Sache ist, dass Schiedsrichter Fehler machen, ist kein Problem. Aber dass man sich noch hinstellt und nicht zu diesen Fehlern steht, das ist für mich eine einzige Katastrophe. Weil jeder hier hat doch gesehen, dass das Foul sogar nicht nur 1 Meter, sondern 3 Meter vor dem Strafraum war. Und bei der gelb-roten Karte, wenn er genau hinschaut, hebt der Spieler vorher ab und er hält nur den Fuß hin. Also da kannst du im Spiel 50 gelbe Karten verteilen. Also für mich ist nur das Traurige, wenn man nicht zu seinen Fehlern steht. Hans Krankl, wie bewerten Sie die Aussagen des Schiedsrichters? Wieder schwach, so wie er immer war. Das erste hat er zugegeben und die anderen zwar nicht. Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker mein ganzes Leben lang gewesen. Ich habe über 20 Jahre bei Rapid gespielt und wenn ich dieses Spiel jetzt sehe, dann widerstrebt es mir. Rapid hat gewonnen, okay, ich freue mich, aber da ist etwas passiert, wo der Schiedsrichter, Rapid kann nichts dafür, wo der Schiedsrichter Fehler macht und sie zugeben muss. Und ein Schiedsrichter sollte eigentlich ein Gerechtigkeitsfanatiker sein, der sollte versuchen, das Beste zu machen, was sie auch alle tun. Daher soll man niemals von einem Betrug sprechen, weil ich der Meinung bin, dass Schiedsrichter nicht betrügen. Aber mit so einer Leistung sollte er doch 2-3 Monate vielleicht in der Tiroler Liga pfeifen. Da wird er schauen, was es dann gibt. Wenn er mal pfeift, ein paar kleine Partien und das monatelang, das würde er mal hören, dass das einmal gesehen wird, auch von den Trainern und von den Spielern, dass es auch mit den Schiedsrichter auch so etwas passieren kann.